Interkulturelle Beziehungen sind, glaube ich, nichts Modernes, sondern seit ein paar Jahrzehnten schon irgendwie normal geworden. Irgendwann sind wir alle deutsch und dann fragt uns keiner mehr, wo man eigentlich herkommt. Ich bin der Remo, ich komme aus Stuttgart und bin Sänger, Songwriter und Produzent. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, sind aber schon seit über 30 Jahren in Deutschland und wir leben alle in Stuttgart. Ich bin groß geworden in einer Klavierfabrik in Leonberg und meine Eltern hatten da eine Werkswohnung. Ich war 3 Jahre alt, als sie dort eingezogen sind und ich hatte dann immer Zugriff irgendwie auf die Klaviere unten, weil meine Eltern dort Hausmeister waren und konnte dann irgendwie autodidaktisch mir das so ein bisschen selber beibringen. Da, wo die Klavierfabrik liegt, ist es irgendwie mitten drin zwischen allem. Also ich war exakt in der Mitte zwischen Hochhäusern und Bonzengebieten, sag ich mal. Und ich glaube, das spiegelt mich auch ein bisschen einfach wieder. Die etwas reichere Seite hat mich ein bisschen ruhiger gemacht, sag ich mal, auch ein bisschen vernünftiger und so ein bisschen schicker. Das heißt, ich kann auch am Restauranttisch vernünftig essen und bin auch so ein Lieblingsschwiegersohn. Aber auf der anderen Seite, auf der Hochhausseite quasi, war es dann so ein bisschen mehr Bezug zu den nicht so schönen Dingen auch. Ich habe schon als 4-Jähriger irgendwie gesehen, wie Leute Drogen genommen haben vor meinen Augen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite habe ich irgendwie schon Riesenvillen gesehen mit Pool und etc. Also es ist schon eine sehr weite Extreme gewesen. Ich hatte keine Seite, zu der ich mich mehr hingezogen gefühlt habe, weil ich mich einfach mit beidem identifizieren kann. Das heißt, ich kann schon sehr schick sein oder ein bisschen einfach gehobener, wie gesagt, auch mal essen gehen. Aber auf der anderen Seite esse ich auch gerne einfach mal einen Döner mit der Hand. Also ich bin wirklich 2 in 1. Meine Eltern sind nach Deutschland gekommen, weil sie sich verliebt haben. Also meine Mutter kommt vom Schwarzen Meer, mein Vater kommt aus Istanbul. Das ist ganz weit voneinander entfernt. Dann hat meine Mutter irgendwie meinen Vater getroffen auf irgendeinem Basar. Ich glaube, der war Basarverkäufer, wenn ich mich recht erinnere. Und die haben sich dann aber verliebt. Das sollte so aber nicht sein. Die Eltern von meinen Eltern waren da dagegen. Und dann haben sie die Flucht ergriffen und sind beide einfach nach Deutschland für die Liebe geflohen. Deswegen ist es meinen Eltern egal, was für eine Partnerin ich habe. Weiß, schwarz, deutsch, türkisch, christlich, Muslimin, Atheistin, spielt keine Rolle bei meinen Eltern. Die sind in erster Linie dafür, dass ich glücklich bin. Ich hatte auch schon deutsche Freundinnen. Mit deutschen Frauen gab es Konflikte in der Hinsicht, was einfach so die Führung im Haus ein bisschen angeht. Bei uns ist es einfach so, dass die Mutter einen bekocht, egal um welche Uhrzeit es ist und egal was es sein soll. Und bei den deutschen Frauen war es dann eher so, die haben so einen Tagesablauf, dann wird da morgens gefrühstückt, um 12 gibt es Mittagessen und dann gibt es Abendbrot und so kannte ich das halt gar nicht, ne? Also meine Mutter hat dann nachts um 23 Uhr noch mal Reis gemacht, wenn ich das wollte. Es gab dann tatsächlich auch schon mit einer deutschen Freundin dann irgendwie solche Momente, wo es für sie übertrieben war, so ein Rambazamba, sobald jemand ins Haus reinkommt. Und für mich war es dann einfach so selbstverständlich, dass sie es hätte machen müssen. Auch wenn es irgendwie überraschend ist, springt man dann sofort auf, bietet dann erstmal irgendwie, wie gesagt, so irgendwelche Süßigkeiten an und zur Überbrückung dann noch schnell von mir aus irgendwie ein Brot schnell gemacht, bis das Essen fertig ist. Gelernt aus Beziehungen mit 2 verschiedenen Kulturen habe ich, dass nicht jeder versucht, irgendwie sein eigenes Ding durchzuziehen und jetzt seine Kultur irgendwie durchsetzen möchte, sondern dass man beides aufsaugen muss und dass man sich das irgendwie das Beste aus allem nimmt. Es ist natürlich anstrengend. Man muss man sich immer so ein bisschen erklären einfach. Ich habe tatsächlich auch oft das Gefühl, mich ein bisschen verstellen. Verstellen ist das falsche Wort. Ich bin eigentlich immer ich selbst, aber man passt sich ein wenig an. Und wenn du das kannst, dann hast du auf jeden Fall immer einen Pluspunkt. Als negativ würde ich das auf keinen Fall beschreiben. Sich anzupassen ist immer gut. Man muss auch in der Schule ruhig sein, wenn die anderen Kinder ruhig sind. Am meisten der sein, der ich wirklich bin, kann ich natürlich bei der Familie. Auf der anderen Seite aber auch mit den Jungs beim Kartenspielen. Auf der ganz anderen Seite aber auch mal, wenn wir schick essen gehen. Ich glaube, ich selbst so ganz zu sein, bin ich für mich alleine, aber da bin ich auch alles. Also es ist, wie gesagt, ich glaube, ich habe so viel unterschiedliche Kultur gefressen und so viel im Leben mitgenommen, dass ich selbst sein einfach jeder oder mich richtig anzupassen ist. Ich glaube, das bin ich selbst.